Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch sagen, dass wir uns hier in der Aufholjagd befinden. Ja, das sind alte Folgen, auch die, die du jetzt siehst. Die neue aktuelle Folge kommt am 12.09. dann raus. Dann geht's wieder ganz gewohnt im Rhythmus jeden Donnerstag 14:30 Football Manager weiter. Das hier, wie gesagt, nur die Aufholjagd. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Moin moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der FM-Karriere 2019. Mit dabei sind natürlich Mike und Jan. Hi. Hey. Ja, wir haben alle unsere letzten Spiele semi-optimal gespielt. Wir hoffen natürlich, dass wir alle ein bisschen besser werden. Also ich habe sehr viel unentschieden gespielt, die anderen guckt das bei denen dann eben vorbei. Und aber alle hoffen auf den Job bei Schalke 04, aber dieser Leschke oder wie der auch immer noch heißt, ist einfach uns noch voraus. Und wer das nicht verpassen möchte, Jan hatte auch letzte Tage ein tolles Gespräch, schaut einfach da vorbei. Ja, das war total toll. Toll. Lol. Ach Leute, gegen Dortmund, das wird echt nicht cool. Aber gut, machst du nix, auch das müssen wir überstehen. Und ich hoffe, dass wir das positiv überstehen, weil, haben wir ja gesehen, unentschieden, dann ziehe ich wieder an Darmstadt vorbei, immerhin Platz 17, ist in Ordnung. Und mit dem Sieg sage ich Adieu, Jan. Hoffentlich hauen wir Bürki ein paar Tore rein. Bürki. Spielt er überhaupt? Ja, bestimmt. Ja, Bürki hat doch das Eigentor gemacht. Irgendwann mal. Hä? Ich frag, ob er jetzt spielt. Ja, er hat das Eigentor gemacht. Genau. Hätte dann 16 Punkte. Wäre hinter Köln, gegen die ich als nächstes spiele. Öztunali, komm! Ja! Öztunali 1:0, sechste Spielminute. Was ist da denn los? Warum spielt er nicht öfter bei dir? Der Levin! Weil Insigne besser ist eigentlich. Auf der Position zumindest, wo er jetzt spielt. Aber Insigne dann ist halt verletzt. Öztunali von dir. Ja, der ist ein super Auswechselspieler. Den habe ich voll oft eingewechselt. Oh nein. Adler. Oh, der Adler ist halt noch tausendmal besser als Bürk. Oh nein, Reus. Ja. Oh. Ja. Eckball. Adler ist so gut und mein Verteidiger, ich weiß nicht, wer es war. War es Hack? Oder war es Bungert? Aber auf jeden Fall ultra gut, die Grätsche dann nochmal. Langweiliges Spiel. Ja, so ist gut. Ein Tor von mir. Dann gar nichts mehr. Ich find ein Tor für mir. Ich finde das nicht langweilig. Ach weil so, ja, weil er... Hat. Oh, Gebambi! 2:0! Was ist hier los in Dortmund? Was geht denn los da rein? Alter, Hack mit der Vorlage nach der Ecke auf Gebambi. Gebambi aus 30 Meter. Ja, das waren irgendwie so 18. Oh, die haben ihre Formation gerade umgestellt. March Simpson. March auswechseln? March, nein, der ist gerade nach vorne. Ich kommentiere dein Spiel. Ja, ich wechsle ihn gerade aus. Ich dachte, du meinst, ich soll ihn auswechseln. Nein. Ich gesagt, wen von da vorne soll ich auswechseln? Eher so March. Und 3-1. Ich sag's dir. 2-1. Ich sag's dir. Wenn ich keine drei Tore hab. Ja, dein Team hält das so lange bestimmt nicht durch, oder? Nee, halten sie auch nicht. Ja, jetzt muss einer rausgehen. Unterstellen. Einer muss rausgehen von euch. Oh Gott, nein. Oh. Und 2-2. Was? Da ist Mikes Lernkurve nicht vorhanden. Hä, hey, was lachst du denn jetzt wieder so dreckig? Ja, was soll ich denn machen? Meiner köpft dem anderen den Ball voll in Fuß. Oh, sie haben wieder umgestellt. Die haben sich wieder an die alte Taktik gewöhnt. Automatisch, ohne dass ich was mache. Jetzt Konter. Ja, genau. Jo. Achraf Hakimi. Du bist... Das ist interessant. Erschöpft, was ist das denn? Oh. Ey, der muss doch sitzen. Kurz vor Ende. Naja, schade. Dann halt doch nicht, ne? Wir spielen jetzt gegen Kölle. Dann schauen wir mal, was da so abgeht. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, so, ja, Leute, ja, wir sehen es hier. Gesagt. Michael Fuchs ist Trainer, der ausgewählt wurde bei Schalke 04. Immerhin Glückwunsch, ist er jetzt wieder in der Tabelle ein bisschen weiter runter bei uns. Aber naja, so gesehen auch nur 2 Punkte. Glückwunsch. Ja, er spielt jetzt Champions League. Also schon cool. Dankeschön, Dankeschön. Stimmt, er spielt jetzt Champions League. Also, ist das oder auch bald Euroleague gegen dich. Ja. Ja.
Ja, Glückwunsch, wie gesagt. Also ich und was im Spiel? Das ist aber ein Echt-Schalke-Trainer, was beim Spiel. Krass, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte entweder Jan oder irgendein ganz anderer, also so Zidane oder so, aber Micha, Props an dich, nice. Gut gemacht. Ja, okay, wenn ich vielleicht 2 Spiele verliere, dann. Wir haben übrigens englische Woche jetzt. Auch nicht. Nice. Ich hab die ganze Zeit englische Woche, du Bimbo. Bimbo, jetzt nicht mehr, weil du raus bist, du Bimbo. Stimmt. Stell dir mal vor, Micha wäre jetzt aber in die Euroleague gekommen und dann wärst du einfach nicht da. So, Leute, geht los. Wir spielen gegen Köln, gegen die wir auch im Pokal spielen, im DFB-Pokal. Mal gucken, den zeigen wir es jetzt hoffentlich. Also, stand vorhin da, dass hier, ne? Michael Mieke mit Mainz der Favorit ist in diesem Duell. Wäre ganz praktisch, ja. Weil, jetzt schon lustig zu überholen, weil du gegen Leipzig eh nicht gewinnst. So. Aber du kannst Köln noch gar nicht überholen. Dich. Ja, ich bin doch dann bei Köln. Was? Ich wollte eine andere Taktik nehmen, aber da ist Ucha ultra schlecht auf der neuen Taktik. Und die eine Taktik, die eigentlich gut funktioniert, funktioniert jetzt in dem Fall nicht, weil Mateta verletzt ist und ich keinen anderen guten Stürmer habe. Und von daher habe ich reingeschissen, ne? Aber auf jeden Fall werde ich jetzt sehr offensiv spielen, bis das 1-0 fällt. Dann zurückgehen auf kontrolliert, bis das 2-0 fällt. Und dann auf Ultra-Waste-Time-Taktik. Nein, Spaß, dann halt auf irgendwas anderes, keine Ahnung, vorsichtig oder defensiv oder irgendein Scheiß. Du siegst doch gerade schon die ganze Zeit. Nee, guck. Jetzt noch. Er ist drin, Alter. Oh, Adler, ja, so gut. Ich habe einmal gewonnen. Ich habe einmal gewonnen in der heutigen Aufnahme und wir haben ganz, ganz viele Spiele heute aufgenommen. Ey, das ist schon heftig. Ein Torunterschied ist es, das ich brauche. Oh, der Timo. Der Horn. 0-0 bei uns. 0-0 gegen Köln. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Vor allem, weil Darmstadt auch wieder ein Unentschieden spielt. Die verarschen mich doch. Komm. Mega-Einwurf. Oh! Mega-Einwurf! Ich kann nicht mehr so rumschreien, aber ist egal. 1-0. Jetzt direkt der sehr defensiv. Wen willst du hier verarschen? Hey, ich muss auch mal irgendwas machen. So, jetzt direkt wechseln. Und jeden einzeln, damit wir Zeit rausfinden. Du klopfst einfach Köln kaputt. Ultra 1-0. Richtig. Ja, ich meine die Spieler. Ja, das passiert immer. Ja, beide sterben. Ich habe jetzt nicht mehr auf sehr offensiv. 5 Minuten Nachspielzeit. Ey, wenn ich jetzt ein Tor kassiere, ne? Sondern nur noch auf offensiv? Nee. Kontrolliert. Ja. Ich kontrolliere the world. I control the world. Mann, ey, warum gibt's immer so viel Nachspielzeit, ey? Alter. Ich darf nicht rumschreien, aber ich rast komplett aus. Ich darf jetzt nicht rumschreien, aber ohne Müll. Wie kann man so häselig sein? Ja, ich würde mich auch daran aufgeilen. Und was im Spiel? Ey, ohne Spaß. Sonst gibt's immer 2 oder 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt 5. Wann machen sie es toll in der 3. Minute? Aber mir gibt's immer 5. Geil. Ich habe richtig viel Spaß in meinem Leben. Können wir bitte ein Tor machen? Alter. Ich bin bei mir immer noch 15. übrigens. Das hat's immer noch nicht gewertet, das Tor. Bei mir schon. Ja, jetzt hat's es gewertet. Geil. Ja, machen wir noch Zeitspiel. Ey, Köln, ihr seid solche... Ich überfahr euren scheiß Geißbock einfach. Was ist da los? Ach, das hat mich gerade nochmal glücklich gemacht. Ich hasse dich. Wieso ist Mainz eigentlich die ganze Zeit glücklich damit, dass du seit 10 Jahren auf dem 18. Platz bist? Ich hab das Gefühl, die finden das richtig geil. Ich hab das Mikrofon gerade gefressen. Ja.
mit spätem Gegentor. Ich habe gefühlt jedes Spiel ein spätes Gegentor kassiert. Ich weiß, jedes Spiel. Die ganzen letzten Spiele eigentlich gewesen. Alle! Foda in der Opel Arena. Wer ist denn Foda? Geh doch weg, Alter. So, ihr Lieben, das war's für heute. Und wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei und habt noch einen wunderschönen Tag. Haut denn rein, man sieht sich. Ciao und tschüss. Euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao, ciao.